stoßen würde. Und so habe ich ab dem Jahre 2004 pausenlos die örtliche Gemeinde hier mit eingebunden in unsere Überlegungen, in die fortschreitenden Planungen. Diese Planungen sind dann letztendlich so weit gegangen, dass wir im Jahre 2007 endgültig mit der Feinplanung fertig waren, sodass wir Bauantragsreife gehabt hätten. Gesamtvolumen dieses Projektes wären zwischen 3 bis 5 Millionen gewesen. Die Finanzierung war sichergestellt. In dieser Phase meldete sich dann die obere Denkmalschutzbehörde aus Braunschweig und signalisierte, dass hier auf diesem Grundstück bezüglich eines Neubaus überhaupt nichts passieren würde. Mit der Begründung, nicht nur das Gebäude sei unter Denkmalschutz gestellt, sondern das gesamte Ensemble, also das gesamte Grundstück, das gehöre zu dem Tessenow-Verständnis, sodass also hier auf diesem Grundstück überhaupt nichts anderes passieren dürfe. Ein Workshop im Jahre 2008, der im Wesentlichen von Dieter Bieber initiiert wurde und vorgeschlagen wurde, dann oder ausgerichtet dann von Heidrun Tietje aus Lüsche, war oder ist von der Starnachser Bevölkerung sehr gut angenommen worden. 2008 bin ich vom Rat der Gemeinde Steinhorst eingeladen worden in eine Ratssitzung, in der über das Haus der Gemeinde Steinhorst gesprochen werden sollte. Im Rat ist besprochen worden, dass es an der Zeit ist, die Bevölkerung großflächig einzubinden in die Weiterentwicklung dieses Hauses. Aus dieser ersten Sitzung ist geworden eine Ideenschmiede zum Haus der Gemeinde hier in Steinhorst. Die fand statt am 4.7.2008. Und zwar auf dem Saal des Gasthauses. Eingeladen war der Rat natürlich und Menschen, die hier leben, aber auch Menschen aus der Samtgemeinde, die Tessenow-Gesellschaft war vertreten, Damen und Herren des Denkmalschutzes. Also es waren bestimmt 50 oder 60 verschiedene Personen da. Diese Veranstaltung dauerte nur ganze 4 Stunden. Und hat aber ein sehr vielfältiges Bild als Ergebnis gebracht. Ziel dieser Veranstaltung war, dass am Ende 3 bis 5 verschiedene Ideen zur Weiterbearbeitung, zur Weiternutzung des Hauses der Gemeinde entstanden sein sollen. Genau so, wie wir es uns vorgenommen haben, hatten wir am Ende 3 Ideenkreise. Da war zunächst ein Bildungs-, Kultur- und Veranstaltungszentrum, ein Treff für Jung und Alt. Dazu gab es viele Einzelideen, das jedenfalls ist die Überschrift gewesen. Als zweites ging es darum, eine Trägergemeinschaft mit Wertschätzung für die geschichtliche Bedeutung des Hauses zu bilden. Und der dritte Themenkreis waren Themenferien anzubieten. Mit all diesen vielen Karten und Plakaten endete diese Veranstaltung. Das Ziel ist erreicht worden, die Ideen sind aufgelistet und der anfangs an mich übergebende Ball als Moderatorin ging nun zurück mit einer Fülle an Aufgaben zur Weiterbearbeitung an den Rat der Gemeinde Steinhorst. Nach vielen vergeblichen Versuchen, das Haus einer neuen Bestimmung zuzuführen, wurde am 11.11.2009 zu einer Unterstützerkonferenz geladen, in Zusammenarbeit mit dem Architekten Carsten Stumpf. Er hat mit seiner Lebensgefährtin, Frau Dr. Hoffmann, sich ernsthaft Gedanken gemacht um dieses Gebäude und hat Gelder besorgt aus Landesmitteln, ca. 350.000 Euro, für eine Dachsanierung und Wärmedämmung im Obergeschoss. Diese Arbeiten wurden mit der Denkmalbehörde abgesprochen. Die Eingangstür, die zwischenzeitlich auch mal restauriert wurde, sie hat viel, viel Geld gekostet, hat aber nichts gebracht. Nach einem halben Jahr ist die Tür wieder in sich zusammengefallen, weil die innere Verzahnung nicht gehalten hat. Und somit müssten wir heute eigentlich sagen, die Tür müsste raus und es müsste eine neue Tür da reingesetzt werden, die das erreicht oder das bezweckt, was eine Tür bezwecken soll, sondern dicht sein,
Nicht, dass man durchgucken kann und der Schnee da reinfällt. 2012 erfolgte die nächste Nutzungsstudie namens Haus für gesellschaftliche Bildung und Toleranz durch das Zeller Architektenbüro Stumpf. Es wurden Gelder von der Gemeinde locker gemacht für Werbezwecke. Es wurde viel diskutiert, viel drüber gesprochen. Der Erfolg kam nicht zustande, da der Architekt Stumpf seine Heimatstadt Celle verlassen hat und ist nach Rosenheim gegangen. Der Ansatz war gut, aber er kam nicht zum Tragen. Im Jahr 2016 wird das Haus von Rat und Verwaltung sowie auch von zahlreichen Vereinen und anderen Gruppen genutzt. Es kommen viele Steinhäuser der Bürger ins Haus, haben Fragen, die auch alle beantwortet werden. Bei Ratssitzungen bin ich mit dabei und führe das Protokoll. Die Arbeit macht mir viel Spaß, man hat viel mit Leuten zu tun. Der Sozialverband, seinerzeit noch Reichsbund genannt, hat dann die Möglichkeit genutzt, bei Versammlungen doch diese Räumlichkeiten, die von der Gemeinde kostenlos zur Verfügung gestellt wurden, zu nutzen. Die ersten Erinnerungen an dieses Haus sind, dass mein Großvater väterlicherseits hier an der Polizeischule war nach dem Krieg. Ich bin jetzt seit 8 Jahren erster Vorsitzender vom SOVD, habe das Amt von Heinrich Deppe übernommen. Und wir sind hier im Haus der Gemeinde seit ca. 86. Ja, Veranstaltungen, unsere Jahreshauptversammlung, dann die Weihnachtsfeier. Dazwischen haben wir ja, Vorträge, wir haben Grillabend, Film- und Dia-Nachmittage. Ich sag's mal salopp, wir bespaßen unsere älteren Leute. Wir sind der Aktivtreff von der Firma Bettina Hahn. Und wir finden uns hier zusammen in diesem Raum an jedem zweiten, dritten und vierten Mittwoch im Monat in einer geselligen Runde. Wir kochen hier bürgerlich. Jeder kann teilnehmen, der möchte aus der Gemeinde oder auch außerhalb, kann sich im Gemeindebüro anmelden und wird dann beim nächsten Mal mit versorgt. Das Haus der Gemeinde ist für alle Menschen offen. Wir treffen uns regelmäßig mittwochs, besprechen, wie wir den Flüchtlingen helfen können. Fahrräder werden repariert mit den Flüchtlingen, um mit den Flüchtlingen auch ins Gespräch zu kommen und auch mit denen Deutsch zu sprechen. Das ist toll, dass es dieses Haus gibt, wo Menschen sich treffen können, um über wichtige Themen zu sprechen und zu helfen. Wir haben uns im Jahr 1988 zusammengefunden aus ehemaligen Landjugend- und Volkstänzern und eine eigene Volkstanzgruppe gegründet. Zu Anfang haben wir im Gasthof Heine unsere Übungsabende verbracht, aber im Winter war es doch immer recht kalt auf dem Saal und deshalb sind wir Anfang der 90er ins Haus der Gemeinde umgezogen. Wir üben zweimal im Monat, mittwochs abends. Sind zurzeit 6 Tänzer und 6 Tänzerinnen. Und unser Name ist entstanden. Unsere Männer sind über die Lachte gesprungen im Rheinhorn an der dicken Tanne. Ja, ich gebe seit fast 5 Jahren Fitnesskurse im Haus der Gemeinde für Jüngere und für Junggebliebene jeden Alters. Für Steinhorster natürlich, aber auch für alle anderen aus den umliegenden Dörfern. Mit ganz viel Abwechslung von Workout über Pilates, von Aerobic bis Step. Also jede Woche eine neue Herausforderung. Zum einen habe ich hier im Sitzungssaal einen schwingenden Holzfußboden. Das erlaubt mir, ein gelenkschonendes Training zu gewährleisten. Zum anderen halte ich die Gruppen sehr klein. Da kann ich jede Bedürfnisse des Einzelnen erkennen und dementsprechend auch korrigieren. Und das Ganze ganz bequem vor der Haustür, ohne einen weiten Weg zu fahren ins nächste Fitnessstudio. Dieser Raum war in der Zeit von 1989 bis 2001 das Domizil und die Heimat der Landjugend Steinhorst. Wollen wir einmal reinschauen? Hier befinden wir uns im ehemaligen Landjugendraum.
Hier wurden früher einmal die Woche die Gruppenabende abgehalten. Hier wurden Spieleabende gemacht, vom Wettessen über Sackhüpfen oder vier Gewinnspielen, immer im Wechsel zwischen Donnerstag und Freitags. Hier wurden die Vorstandssitzungen, die Vorbereitungen für die gesamte Landjugendarbeit gemacht und es war ein großer Gewinn für die Landjugend, einen eigenen Raum zu besitzen. Früher war der Raum ausgestattet mit einer Sitzgruppe und mit einigen Tischen und Stühlen sowie einer Stereoanlage und ein paar Getränken. Wenn Spiele mit größerem Platzbedarf gemacht wurden, wurden diese dann draußen auf dem Flur getätigt. Nachdem die Landjugend jetzt aus dem Raum da oben umgezogen ist, ist das hier jetzt der neue Landjugendraum, die alte Hausmeisterkammer. Ist ein bisschen kleiner wie der Raum davor. Allerdings sind wir im Großen und Ganzen erstmal glücklich, dass wir überhaupt einen Raum gestellt bekommen. Und ich persönlich habe es auch noch nie miterlebt, dass irgendein Landjugendmitglied keinen Platz gefunden hat. Jetzt laufen gerade die Vorbereitungen für die Erntekrone binden. Wie die Erntekrone gebunden wird, zeigt Ihnen Herbert Habermann, der schon seit der ersten Erntekrone seit ca. 60 Jahren diese bindet. Die wird dann mit dem Draht umbunden. Die sprayen sie immer ein, ne? Und dann ist sie gleichmäßig wie die anderen. Als ich 1987 Vorsitzende wurde, haben Irmgard Müller und ich beschlossen, die Aktivitäten hier im Haus der Gemeinde stattfinden zu lassen. Dies waren folgende: Vorstandssitzungen, Seniorennachmittage, Weihnachtsfeiern und Blutspenden, die schon seit 1961 im Haus der Gemeinde stattfanden. Weiterhin Proben der Senioren-Singgruppe Alte Schachtel. Ich bin jetzt seit 2014 erster Vorsitzender vom DRK-Ortsverein Steinhorst. Die meisten Veranstaltungen, die wir durchführen, führen wir im Haus der Gemeinde durch. Das im April 2016 gegründete Israel-Jakobson-Netzwerk für jüdische Kultur und Geschichte besteht aus verschiedenen Institutionen und Privatpersonen, die sich dem Thema jüdische Geschichte in der Region widmen. Ziel ist es, die authentischen Orte und die jüdische Kultur in der Region zwischen Harz und Heide stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Wir sind deshalb sehr froh, dass auch das Haus der Gemeinde in Steinhorst Teil unseres Netzwerkes ist, da es einen weiteren Aspekt der jüdischen Geschichte einbringt. Schon der zweite öffentliche Rundgang des Israel-Jakobson-Netzwerks führt uns deshalb hierher nach Steinhorst, ganz in den Norden unserer Region. Und wir können uns sehr gut vorstellen, dass wir das Gebäude hier mit weiteren Veranstaltungen beleben können. Wir denken dabei zum Beispiel an Summer Schools, gemeinsam mit jüdischen Studenten oder Studenten der jüdischen Studien, die man hier in Steinhorst versammeln könnte, um über den Ort und die jüdische Geschichte dieses Ortes zu diskutieren und ihn zu studieren. Eine weitere Idee hat der Sonderbotschafter des Auswärtigen Amtes, Herr Dr. Felix Klein, angeregt, als er vor einigen Monaten hier in der Region zu Besuch war, um sich über das Israel-Jakobson-Netzwerk zu informieren. Er hat vorgeschlagen, jüdische Künstler in die Region, zum Beispiel an Orte wie diesen, zu bringen, damit sie vor Ort und in Zusammenarbeit mit dem Ort ihre Kunst gestalten, ausstellen und mit der Bevölkerung diskutieren können. Außerdem möchten wir mit Tagesreisen zu jüdischer Kultur und Geschichte die Bevölkerung in der Region aufmerksam machen und an die authentischen Orte bringen. Diese Ideen möchten wir in nächster Zukunft und in enger Kooperation mit den Mitstreitern vor Ort anstoßen und natürlich auch umsetzen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir damit Erfolg haben werden. 2013 fand sich ein Kreis von interessierten Steinhorster Bürgern und Fachleuten unter der Leitung von Karin von Welk zusammen. Diese neue Tessenow-Runde versucht, alle Kräfte in